Sennebogen ist im Bereich Materialumschlag seit über 50 Jahren ein Begriff. Im zeitgemäßen Abbruch werden Umschlagsgeräte für Sortierarbeiten heute ebenfalls genutzt. Speziell für den Abbruch hat Sennebogen ein Konzept entwickelt, welches sich zwischen klassischem Ausleger und der Longfront positioniert. Michael Ibart von Sennebogen erklärt Konzept, Anwendung und Vorteile. Bevor wir uns überlegt hatten, auch in dieses Feld nochmal eine neue Entwicklung reinzugeben, haben wir uns Gedanken gemacht, warum eigentlich noch eine hydraulische Abbruchmaschine. Der Markt ist nicht so riesig groß. Auf der anderen Seite gibt es schon viele Maschinen. Machen wir jetzt das Gleiche nochmal, bauen auch so eine MeToo-Strategie und typische Longfront-Ausrüstung an die hydraulische Maschine ran und haben dann genau dasselbe. Oder versuchen wir dort vielleicht auch Dinge nochmal anders zu lösen. Und wir haben uns dann Gedanken gemacht, was sind eigentlich so die Nachteile, die uns auch dann von den Abbruchunternehmern mitgeteilt wurden, die so eine Longfront-Ausrüstung hat. Sie hat zum einen eine funktionelle Einschränkung, weil sie in der Regel einen Hammer oder eine Fräse nicht betätigen können damit. Sie ist nicht zugelassen dafür. Die Longfront auch recht kompliziert aufgebaut ist. Sie hat sehr viele Bauteile, Lagerstellen, Zylinder. Und das sind natürlich alles Dinge, die unserer Grundphilosophie, was die Zuverlässigkeit und die Verfügbarkeit auf der Baustelle angeht, widersprechen. Und sie ist eigentlich auch keine reine Multifunktionsmaschine, eine Allround-Prozessmaschine, was den Abbruchprozess angeht, sondern sie ist relativ stark eingeschränkt, wirklich nur auf den Prozess des Abbrechens. Und was wir auch immer gesehen haben, diese hochfahrbare Kabine, die wir im Standard eigentlich auf den Umschlaggeräten anbieten, die Sicherheitsaspekte bietet, die gibt es so in dem Markt auch nicht. Und so war für uns eigentlich die Idee geboren, eine Maschine zu konstruieren, die wir im vergangenen Jahr auf der Intermat vorgestellt haben, nämlich den 830 RHDD, eine Abbruch-Multifunktionsmaschine, die genau diese Gegenteile, diese Nachteile aufheben soll. Das heißt, wir sind dort mit einer zweiteiligen Umschlagsausrüstung in den Markt gegangen und haben diese adaptiert auf die Abbruchgegebenheiten. Wir haben den Unterwagen genommen und diesen nochmals verstärkt. Wir haben dort eine zusätzlich breitere Spur nochmal gewählt, um die Standsicherheit für diese Maschine auch hinzubekommen. Und wir haben insbesondere auf die Anbaugeräte natürlich Wert gelegt, dass man dort eine möglichst große Vielzahl betreiben kann. Abbruchscheren, aber auch Sieblöffel, aber auch Abbruchhämmer und die Fräsen. Und diese problemlos 360 Grad betreiben kann. Auch das ist etwas, was bei nicht allen Abbruchmaschinen heute im Markt der Fall ist. Und dann natürlich die Kabine, die dort mit der Hochfahrbarkeit dem Fahrer zusätzlich die Nähe zu der Stelle gibt, an der er sitzen können muss und auch die Sicherheit zusätzlich ihm gibt, dass er aus dem Gefahrenkegel der herabstützenden Teile weiter entfernt ist. Elektronik ist in der modernen Baumaschine nicht wegzudenken. Allerdings birgt mehr Elektronik auch potenziell ein höheres Ausfallrisiko. Bei Sennebogen hat man dazu eine klare Einstellung. Das Konzept von Sennebogen ist so gut wie schlicht. Wir versuchen, robuste, zuverlässige und langlebige Maschinen zu bauen, auf Servicefreundlichkeit und Wartungsfreundlichkeit zu achten, die beste Transportabilität, zum Beispiel links im Bild der Klappausleger für den 620 für kleine, kompakte Geräte und geringe Elektronikanteile zu verwirklichen. Das ist uns, denke ich, bisher sehr gut gelungen. Ein für uns nach wie vor sehr wichtiger Punkt ist die Vermeidung unnötiger Elektronik. Wohlgemerkt mit dem Schwerpunkt unnötige Elektronik. Es gibt Elektronik, zum Beispiel die Lastmomentbegrenzung, die extrem notwendig und wichtig ist, aber es gibt einfach auch Elektronik, die zwar schön ist zu haben, aber nicht wirklich für eine Baumaschine notwendig. Mit weniger Elektronik geringere Störanfälligkeit und natürlich auch einfachere Wartung. Unsere Geräte sind durch die Bank von ihrem lokalen Händler zu betreuen, der im Gegensatz vielleicht zu anderen Herstellern kein Laptop benötigt, der das Gerät noch einfach warten kann, keine speziellen Programme benötigt und durch die Verwendung von Standard-Kfz-Komponenten, soweit dies möglich ist, haben wir auch den Vorteil, dass teilweise sogar erfahrene Fahrer kleinere Schäden selbst beheben können und so innerhalb von Minuten das Gerät wieder in Einsatz bringen. Bauforum 24 TV sendet live von der Bauma 2010 mit News, Themen-Specials und dem Bauma-Talk.